Weil gemeinsam alles besser ist. Die gute Nachricht zuerst. Um neue Freunde zu finden, ist es nie zu spät im Leben. Wer sagt denn, dass man nur im Sandkasten, in der Schule oder während der Ausbildungsjahre das Potenzial als Kumpel fürs Leben in sich trägt? Es hat im Gegenteil große Vorteile, sich als einigermaßen fertiger Erwachsener auf die Suche nach neuen Freunden zu machen. Wir wissen, wer wir sind und was wir möchten. Vor allem aber wissen wir auch in Sachen Freundschaft, was wir ganz sicher nicht mehr möchten. Wenn du bereit bist, neue Lieblingsmenschen in dein Leben zu lassen, haben wir hier ein paar Tipps für dich zusammengestellt, wie dir das schnell gelingen kann. Nummer 1. Wo liegen deine Interessen? Es bringt nichts, sich als gemütlicher Couchpotato unter Extremsportlern nach neuen Freunden umzusehen. Freundschaft setzt voraus, dass man dieselben Interessen teilt. Auch ein ähnliches Werteverständnis ist wichtig, schließlich möchtest du dich nicht jedes Mal rechtfertigen oder erklären müssen, wenn ihr wieder einmal verschiedener Meinung seid. Mit echten Freunden soll man Pferde stehlen können. Wenn das nicht gerade das Hobby deiner Wahl ist, welches denn dann? Schließlich möchte man, nachdem man sich kennen und gut leiden gelernt hat, auch etwas Zeit miteinander verbringen. Nummer 2. Wo geht man am besten auf die Suche? Freunde fischen im Netz. Neben Online-Partnerbörsen gibt es inzwischen auch solche, die explizit keine romantischen Verbindungen knüpfen wollen, sondern die echte, unverfälschte Freundschaft hochleben lassen. Wäge ab, ob du der Typ dafür bist, online auf die Suche nach neuen, potenziellen Kumpanen zu gehen. Es hat Vor- und Nachteile, so viel steht fest. Gleich und gleich bildet sich gemeinsam fort. Wesentlich zielführender ist die Suche wahrscheinlich im echten Leben. Warum? Wie die Liebe lebt auch die Freundschaft von den Menschen und nicht von der Illusion, die digitale Profile uns vorgaukeln. Ideal sind zum Beispiel Kurse und Workshops für Erwachsenenbildung. Volkshochschulen und ähnliche Anbieter strotzen mittlerweile nur so vor spannenden Angeboten, die schon längst das verstaubte Image von langweiligen Handarbeits- und Töpferkursen hinter sich lassen konnten. Bist du der sportliche Typ, gib dich dem Abenteuer eines neuen Fitnesstrends hin. Nichts bringt Menschen schneller miteinander in Kontakt als gemeinsames Schwitzen. Ideal, um neue Gleichgesinnte zu treffen, sind auch Kochkurse. Hier ist man gefordert, ein Team zu bilden und kommt so ganz automatisch und vor allem unverfänglich ins Gespräch. Niemand zieht als Erwachsener schließlich gerne los und verteilt Freundschaftsanfragen an alle Menschen, denen er begegnet. Ob die Chemie stimmen könnte und man vielleicht sogar den gleichen Humor und dieselbe Art von Problemlösungskompetenz teilt, kann man in einem Kochkurs am besten testen. Das anschließende gemütliche Beisammensein, wenn die kulinarischen Meisterleistungen verspeist werden, tut sein Übriges dazu. Bist du ein spiritueller Typ, entscheide dich für ein Wochenende im Kloster oder bei einem Workshop, der Waldbaden, Meditation, Yoga oder anderes Interessantes zu bieten hat. Dort ergeben sich im Laufe von nur 2 Tagen so viele Berührungspunkte mit bis dato wildfremden Menschen, dass allein diese Erfahrung schon eine sein wird, die du nicht missen möchtest. Im schlechtesten Fall hast du vielleicht keine neuen Kontakte geknüpft, die von Dauer sind, aber eine erfüllende und energiegeladene Zeit unter Gleichgesinnten verbracht. Darf man dich bitten? Wenn du zu den heimlichen Tanztalenten zählst, die immer schon gerne eine flotte Solo aufs Parkett gelegt haben, dann bieten sich auch Tanzkurse und gezielte Workshops zu bestimmten Stilrichtungen bestens an, um mit zukünftigen neuen Freunden ein Tänzchen zu wagen. Egal ob Line Dance, Tango, Salsa oder Hip-Hop, das Gesellige steht im Vordergrund und öffnet all jenen die Türen zum Ballroom der Freundschaft, die offen dafür sind. Die Reisebekanntschaft. Zweckgemeinschaft mit Potenzial. Noch vor wenigen Jahren war die Anzahl alleinreisender Personen überschaubar. Inzwischen hat sich dieser Spieß umgedreht und Paare sind fast schon in der Minderheit. Wenn du gerne fremde Länder erkundest, bietet sich auch hier die Chance, um neue, beste Freunde zu treffen.
Das Reisen zwingt uns förmlich dazu, immer wieder Zeit gemeinsam zu verbringen, die wir dem Kennenlernen widmen können. Außerdem sind Reiselustige von Natur aus ähnlich gestrickt. Sie lieben das Abenteuer, sind flexibel und offen für fremde Kulturen. Aus so mancher Reisebekanntschaft hat sich daher schon oft eine echte Herzensfreundschaft entwickelt. Raus mit dir! Ein Spaziergang oder eine flotte Joggingrunde in der freien Natur hat nicht nur viele Vorteile für deine Gesundheit und dein Wohlbefinden. Man lernt kaum schneller irgendwo Leute kennen als im Park oder auf dem Parcours im Wald. Ein Thema ist schnell gefunden und freundliches Grüßen als Eisbrecher hat im Leben noch nie geschadet. Fakt ist, in den eigenen vier Wänden wird es kaum passieren, dass ein potenzieller neuer Lieblingsmensch einfach mal so bei dir vorbeischneit. Nummer 3. Was sind die No-Gos? Im Sandkasten galten in Sachen Freundschaft noch andere Gesetze als im Erwachsenenleben. Wir müssen nicht mehr alles tolerieren und wenn wir unsere Spielsachen nicht teilen möchten, kann uns niemand dazu zwingen. Achte trotzdem darauf, dass du auf der Suche nach neuen Freunden nicht zu bedürftig rüberkommst. Selbst wenn die Einsamkeit schon einen Fuß in deiner Tür hat, gib ihr nicht nach. Sie lässt dich deine Ansprüche nach unten korrigieren und führt dazu, dass du dich schnell fremden Menschen öffnest, bevor du sie und ihre Absichten richtig kennenlernen konntest. Verrate anfangs nicht allzu viel von dir. Halte dich bedeckt, was deine Lebensumstände und deine finanzielle Situation betrifft. Falsche Freunde trifft man leider in jedem Lebensabschnitt. Auch dafür ist es nie zu spät. Lass dich nicht bedrängen. Wenn jemand dich unbedingt zu etwas überreden will, zeugt das schon davon, wie diese Freundschaft laufen würde, sollte sie sich entwickeln. Schütze deine Grenzen am besten von Anfang an, dann hat niemand leichtes Spiel mit dir. Aber allzu zugeknöpft darfst du dich auf der Suche nach neuen Buddies fürs Leben natürlich auch nicht geben. Unser heutiges Fazit: Sei der Freund, den du gewinnen möchtest. Es hilft enorm, ein gutes Verständnis zu sich selbst zu haben, wenn man neue Freunde gewinnen möchte. Wie bei einer Partnerschaft auch, beginnt das Happy End mit uns. Wer gute Freunde finden möchte, muss zuerst selbst einer sein. Wenn dir unser heutiger Beitrag gefallen hat, dann schau auch gern auf unserer Homepage vorbei. Dort findest du viele spannende Themen zum Nachlesen. Den Link hierzu findest du in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Vielen Dank und bis bald.